Nach ZDF-Informationen gibt es bislang keine Hinweise, dass es etwa in Hannover vor dem Länderspiel wirklich eine Terrorzelle mit konkreten Anschlagsplänen gegeben hat. Ein bisschen sortieren ist jetzt also wichtig, ein bisschen Hintergrund. Dazu ist Elmar Thewissen, unser Terrorismusexperte, hier bei uns. Elmar, was kann man denn zu Hannover und der tatsächlichen Gefährdung jetzt sicher sagen in diesem Moment? Also sicher ist eigentlich nur eines, nämlich dass man derzeit nicht sagen kann, es hat diesen Anschlagsplan und es hat diese Terrorzelle gegeben. Dafür gibt es keine Belege. Aber das bedeutet nicht, dass das Ganze eine Luftnummer ist. Die Fahnder gehen natürlich allen Spuren weiterhin nach. Und ganz besonders suchen sie nach dem mutmaßlichen Drahtzieher dieser angeblichen Pläne, einem Mann namens Abdul F. Er soll ja deutscher Staatsangehöriger sein. Aber die Behörden haben bislang keinerlei Erkenntnisse zu ihm. Oh!